Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier bin ich wieder, meine Lieben. Und gleich vorweg, ich freue mich natürlich und ich bin sehr erstaunt, sogar von Griechenland, Deutschland, Schweiz, Österreich, von überall schauen die Leute zu. Das ist sehr schön. Nicht, weil so viele das sind, die mich jetzt da sozusagen anhören, sondern Menschen, die sich für das Religiöse interessieren. Und meine wenigen Worte da immer, die sind vielleicht nicht so stark. Aber was mich freut, viele schreiben auch. Und wie gestern zum Beispiel beim Psalm 50, erzählen sogar Lebensgeschichte und so weiter. Ist sehr schön. Bestätigt immer nur das, was wir sozusagen sagen hier. Ja, nochmals ganz kurz zu unserer Gebetswelle. Es werden immer mehr Namen, das ist also, wird schon wirklich von einer kleinen Welle zu einer großen Woge. Je mehr mitmachen, umso schöner. Eine große Familie, wie gesagt, wir sehen euch alle, die ihr da mitmacht, zu unserer Familie gehörig. Und daher beten wir auch immer intensiv. Und demnächst irgendwann machen wir auch ein Video über unsere kleine Andacht, die wir in dieser Situation der Pandemie und so weiter halten, wo ihr auch hören werdet, wie eure Namen von mir gelesen werden. Während die Väter nicht hier lesen, für euch zu langweilig. Ja, das kommt irgendwann auch, wenn die Kapelle soweit hergerichtet ist. Wir sind da dabei. Aber es soll ja auch schön sein, dass ihr euch an Seele und Geist erfreuen könnt. Es wurde noch öfters gefragt, wann man beginnen soll und wann man das Gebet im Psalm beten soll. Da seid ihr frei. Sobald ihr eure Namen abgegeben habt, könnt ihr beginnen. Und die Zeit spielt keine Rolle. Warum? Weil jeder von euch und von uns einen eigenen Lebensrhythmus hat und vielleicht Familie, Arbeit. Und wir wollen die Sache nicht zu schwer machen. Daher jeder kann dem Psalm beten, aber im Sinne dieser Metanoia, der Umkehr, der Buße, wann er Zeit hat und Ruhe hat, wann er sozusagen das auch in diesem Geiste beten kann. Das Einzige, was schön ist, dass man es wirklich bedächtig betet, andächtig und eben im Sinne des heiligen David als Bußpsalm, als Psalm der Umkehr. Und wir wollen die ganze Welt natürlich mit einschließen, auch die, die jetzt im Moment noch nicht verstanden haben, dass sie ohne Gott keine Lösung finden werden. Nun gut, soweit, also ihr seid frei, zu welchem Zeitpunkt ihr ihn beten. Ihr betet, Hauptsache ihr betet. Ja, heute habe ich dann wieder ein interessantes Thema, vielleicht war manches schon mal angeklungen, aber wisst ihr, es gibt eine Sünde, an die denkt ihr vielleicht gar nicht so oft, es ist die Sünde des Glaubenszweifels. Hier im Westen ist es oft so, dass es schon fast als eine Art Tugend angesehen wird, Glaubenszweifel zu haben. Für uns Orthodoxen ist es eine Sünde, und zwar eine Sünde, die sehr gefährlich ist. Wenn der Zweifel einmal sich einnistet, dann ist er noch ein kleines Würmlein, aber dann wird er irgendwann zum Drachen und wir verlassen den Glauben, die Kirche und damit auch Gott. Daher ist das eine Sünde. Und ich möchte euch heute einfach mal besonders stärken im Glauben daran, dass nach dem Leben es weitergeht, nach diesem Leben, dass das Leben nicht beendet wird durch den Tod, sondern nur das leibliche Leben. Wobei wir wissen, am Ende der Tage werden auch unsere Leiber verklärterweise auferstehen. Daher ist es, ich möchte es nochmals betonen, dass ja keiner von euch in die Gefahr kommt, die Verbrennung unserer Verstorbenen eine schwere Sünde. Finger weg von unseren Verstorbenen. Wir begraben sie, so wie unser Herr und Heiland begraben wurde und die allheilige Gottesgebärderin auch. Also weg mit der Verbrennung unserer Verstorbenen. Verbrennen tun wir nur Abfall und Müll. Und das wollte ich auch nicht mehr, muss man schon sortieren. Aber unsere Verstorbenen nicht. Also bitte daran denken, wir Orthodoxen glauben fest an die Auferstehung. Und daher ist die Verbrennung unserer Verstorbenen nicht gestattet. Es ist eine Sünde. Nun, also wie gesagt, der Leib stirbt, er geht ins Grab.
wo wir ihn besuchen, Blumen bringen und Kerzen anzünden und natürlich auch beten, hoffentlich. Blumen allein ist nichts. Die Blumen stehen übrigens auch für die Hoffnung der Auferstehung und das Licht sowieso. Aber wir sollten das auch dann natürlich im Gebet darstellen und vor Gott tragen. Aber die Seele lebt weiter. Und natürlich könnte es sein, dass auch von uns der eine oder die andere vielleicht manchmal Zweifel hat. Ist das wirklich so? Geht's nach dem Leben weiter? Oder ist es aus, wie er heutzutage ein Großteil glaubt? Ich sage, na, irgendwie wird was weitergehen. Ne? Und daher möchte ich euren Glauben stärken in diesem Punkt, dass ihr überhaupt nicht in Glaubenszweifel kommt. Also, meine Lieben, ich habe viele Sünden und viele Fehler und alles. Da können meine Mitbrüder ein Lied davon singen und ich noch mehr. Eine Sünde, glaube ich, habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Das waren Glaubenszweifel. Davor hat mich der Herr verschont, Gott sei Dank. Vielleicht kommt irgendwann dieser Kampf, aber im Moment nicht. Ich bin immer mein Fest in meinem Glauben und auf meinen Herrgott, weil ich habe es nie anders in 58 Jahren erlebt. Gut, aber ich will ja auch euch helfen zu stärken und für mich ist auch wieder eine Motivation. Denn das Problem ist, dass man ja sagt, ja, von drüben ist noch niemand gekommen. Ne? Hat meine Mama als zu mir gesagt, wenn wir diskutiert haben, weil die Protestanten haben ja dann anderes Verständnis als wir. Und dann habe ich gesagt, ja, zumindest unser Herr Jesus Christus ist ja von drüben gekommen und hat uns erzählt, wie es weitergehen wird. Gut, aber, und das ist mein Thema heute, ich möchte euch zeigen, dass unsere Verstorbenen nach dem Tode weiterleben. Aber das auch beweisen, das ist heute unser Thema. Dass unser Glaube nicht irgendwie eine nebulöse Aktion ist, wie andere Bekenntnisse und Religionen, sondern wir haben da echte Beweise. Würdet ihr jetzt staunen, gibt es das auch? Ja, das gibt es. Und ich möchte daher heute das Thema nehmen, die neu erschienenen Heiligen. Es sind alles Märtyrer, die ich jetzt heute erzähle, die irgendwann in der Kirchengeschichte gelebt haben und übrigens alle unter dem Türkenjoch das Martyrium erlitten haben und dann eben in neuester Zeit erschienen sind, aber nicht nur irgendwie so erschienen sind und den Leuten gesagt haben, mich gibt es, denn da könnten alle wieder sagen, ja, das ist eine Fantasie, eine religiöse Fantasie von irgendwelchen überspannten Damen oder Herren, sondern die durch ihre Erscheinungen es ermöglicht haben, nicht nur deren heilige Reliquien zu finden, sondern die beschrieben haben, ihr Martyrium bis in Kleinigkeiten hinein, und man alles danach so gefunden hat. Das kann in keiner Fantasie passieren. Ich werde jetzt einige Beispiele erzählen, damit ihr seht, hier ist auch nicht irgendein Hokuspokus gemacht worden oder gar geschummelt worden. Ne? Gibt es ja auch sowas. Nein, das gibt es in diesen Fällen jetzt nicht. Ein Fall, ihr kennt schon meinen Lieblingsheiligen, den heiligen Raphael mit seinen Gefährten Nikolaus und Irini und auch der heiligen Äbtissin Olympia, die auch in diesem Kloster zu Mytilini, der Insel Lesbos, wie man bekannterweise sagt, stattgefunden hat. Auf jenem Grund, wo heute wieder das Kloster steht, gab es in der Zeit, als die Griechen aus Kleinasien kamen und Land ihnen zugeteilt wurde. Die Türken gingen ja in die Türkei, die Griechen kamen hierher. Die Türken aber im Frieden gingen und wir, oder die Griechen, ich war ja nicht dabei, eben dann oft viel Blutzoll zahlen mussten, kamen also auch auf diese Insel und der Vasiligeralim, den Griechen sicher sehr bekannt, ihrer Familie wurde ein Grundstück zugesprochen, auf welchem eine kleine Kapelle stand, so eine Art Martalkapelle. Und man hatte Gott versprochen, dass man diese Kapelle ein wenig vergrößert. Ich mache die Geschichte ganz kurz. Jedenfalls beim Ausbau, bei der Vergrößerung der Kapelle stieß man auf Reliquien, Gebeine.
Man wusste mit denen wenig anzufangen. Das Einzige, was sicher war, es war kein Mohammedaner, es war ein Christ, denn er hat eine Tonscheibe mit einem Kreuz im Mund liegen, sozusagen. War ja nur noch die Gebeine. Davor hatten aber schon unter Türkenherrschaft Erscheinungen stattgefunden von einem heiligen Hieromonachos, einem Priestermönch. Nun, als die Gebeine aufgefunden wurden, erschien eben dieser Hieromonachos, der Basiliki Irali und anderen, also nicht nur ihr allein, es waren einige, und sagte, ich bin der, dessen Gebeine ihr gefunden habt. Ich bin der heilige Raphael. Nun könnten gleich die Kritiker sagen, ja, das ist einfach. Wir finden da irgendwelche Gebeine und dann bin ich mir ein Heiliger kommt und sagt, das sind meine Gebeine. Nein, nein, meine Lieben, so ist das nicht. Unter anderem zum Beispiel, einer von den Arbeitern hat die Gebeine im Sack liegend nicht ehrfürchtig behandelt. Er hat sogar dran getreten, sodass der Sack ein bisschen auf die Seite ging. Später hat er vor aller Augen unsichtbarerweise Schläge bekommen. Von wem? Vom heiligen Raphael. Man sah nur, wie er geschrien hat und sich die Stellen gehalten hat. Man hat gleich gedacht, er ist irgendwie jetzt verrückt geworden. Aber die Tatsache war, er bekam diese Schläge, obwohl er vorher von diesem Heiligen, außer diese Gebeine, wo er dachte, es sei kein Heiliger und drangetreten ist, nichts gewusst hat. Im Laufe der Zeit wurde das natürlich immer bekannter und so weiter. Viele haben sich lächerlich gemacht. Und so bekam Vasili Gerali, denn sie hatten in der Zwischenzeit auch Erscheinungen vom zweiten Heiligen, vom heiligen Nikolaus gehabt und vom der heiligen Irini. Und der heilige Nikolaus, der Diakon, zeigte ihr in einem Traum sein Grab. Und so musste sie zum Bischof damals gehen, der sehr skeptisch war. Das ist auch gut so. Und die Kirche kann nicht gleich sagen, oh, hurra, hurra, denn der Teufel spielt ja auch manchmal seine Rolle. Jedenfalls, sie ging hin und der Bischof glaubte nicht. Sie ging mit ihrem Mann, Angelus, hin. Und bevor sie gingen, sagte sie, Sevas miotate, der Bischof, aber da gibt es noch einen Heiligen. Und ihr Mann sagt schon, oh nein. Und der Bischof wurde achtsam und sagte, bitte, um was geht es? Und sie sagte es. Und er sagte, kannst du mir beschreiben den Heiligen im Grab? Und sie sagte, ja. Und so schrieb er alles auf, oder sie musste alles aufschreiben, ein Kuvert. Er behielt das Kuvert und sagte, solltet ihr den Heiligen finden, dann ruft mich sofort an. Sie gingen nach Hause, naja, die Leute lachten, nicht alle natürlich, viele waren ja auch sehr fromm und glaubten. Jedenfalls begannen sie zu suchen und die Vasiliki wusste nicht, wo er lag und zeigte den Platz. Man begann zu graben und zu graben. Es wurde Mittag, man war schon müde, ging alles mit Hand, also mit Schaufeln. Jedenfalls, die ging in die kleine Kapelle, die man schon gebaut hatte, und betete. Plötzlich hörte sie einen Donner, kam heraus und sah, dass Regenwolken kamen. Und das sagte sie, macht weiter, denn ich sah im Traum, dass wir ihn bei Regen finden. Kann also nicht herzaubern. Sie gruben und als die ersten Tropfen fielen, fanden sie die heiligen Gebeine. Sie machten Stopp, riefen den Bischof. Der Bischof sah, ließ den Brief der Vasiliki, wo sie beschrieben hat, wie es aussieht, und er rief, welch ein großes Zeichen. Ab diesem Augenblick glaubte er fest an diese Erscheinungen. Denn keiner kann sozusagen hingehen und jetzt diese Heiligen da, besonders so einfache Frauen, die ja keine große Ahnung von Geschichte haben, und das sozusagen da so betrügerisch inszenieren. Nachdem der auch sehr tief lag, aber nicht nur das, man fand historische Gegenstände, eine Art Siegel, ein byzantinisches, aus der Zeit. Nun gut, die Heilige berichtet, was sie gesehen hat. Und sie sah unter anderem auch das Martyrium der heiligen Irini. Ich kann nicht alles erzählen, aber das ist eine wichtige Sache. Sie sah nämlich, dass sie vor den Augen ihrer Eltern ein Arm, ein Fuß abgeschlagen bekam und dann lebendig in einem Tontopf verbrannt wurde. Man fand auch dies genauso, wie sie es im Traum gesehen hatte. Und man fand diese Dinge teilweise alle in einem heutigen Olivenhain mit jahrhundertealten Bäumen. Wie man da
teilweise 3, 4 beim Agiasmo noch tiefer, das Gnadenwasser, das man wieder gefunden hatte, das inszenieren soll, ist unmöglich. Das geht gar nicht. Man kann nicht Olivenbäume wegnehmen und dann darunter irgendwo Heilige legen und die Bäume wieder hinstellen. Das geht nicht. Und dann erschien auch noch die Olympia, die Äbtissin. Und man sagte sich, na, jetzt spinnt Vasiliki. Das war doch ein Männerkloster. Es wurde nämlich berichtet, dass da ein Kloster war, ein Männerkloster und so weiter. Und die Türken das Kloster zerstört haben und die alle umgebracht haben. Und jetzt erscheint plötzlich eine Nonne, eine Äbtissin. Das geht nicht. Und man fragte und auch Vasiliki fragte und Olympia offenbarte, dass ihr Martyrium 200, 300 Jahre früher war und dass davor eben ein Nonnenkloster existiert hat. Und die Vasiliki und die anderen sahen auch ihr Martyrium. Man nagelt sie an eine Tür fest, ich weiß nicht, 30, 36 Nägel so ungefähr, furchtbares Martyrium, lebend. Und sie starb dadurch, dass man große Nägel durch ihre Ohren reingetrieben hat, in den Kopf und so weiter. Das sah man im Traum. Und man fand in der Tat das Grab. Und man fand alles so, wie es im Traum oder in der Vision gezeigt wurde. Die Heilige, die Gebeine waren da, mit den Nägeln. Die Tür war kaputt, war vergangen. Und man fand auch im Kopf die großen Nägel. Und als man den Kopf nahm und die Nägel raus, zerfiel der Kopf, weil da hat es nicht mehr ausgehalten. Das war dann schon kaputt alles. Ja, also ein Beispiel. Es gibt den heiligen Ephrem, den Wundertäter Neamakri. Die Gerontissa Makrina hieß sie, wenn ich mich recht entsinne, übernahm damals dieses kleine Kloster. Es war nicht viel, Ruinen. Also stand mehr als in Mytilene. In Mytilene gab es gar nichts mehr. Und sie betete eines Tages und sagte, naja, das ist alles hier zerstört worden. Vielleicht gibt es auch einen Heiligen oder heilige Märtyrer. Diese Geschehen waren vor Mytilene, damit keiner denkt, naja, die hat jetzt das nachgemacht. Ne? Das war davor. Und eines Tages hörte sie eine Stimme und sagte, hier ist mein Grab, hier müsst ihr graben. Ich bin ein Neumärtyrer, ich bin Hieromonachos, also ich war Priestermönch, Abt. Sie sah auch das ganze Martyrium und alles. Und in der Tat fand man den Heiligen. Die Gebeine, genau dort, wo sie gesagt hat, der Arbeiter wollte woanders graben und hat dort gegraben, aber nichts gefunden. Und so kam sie und sagte, na, du musst da graben. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, auch ein Zufall. Irgendwo, wo so ein altes Kloster war mit Ruinen, wird es auch irgendwo Gräber gegeben haben. Und die Äbtissin hat da zufälligerweise wie der Sechser im Lotto auf dem Platz gezeigt und man hat den Heiligen gefunden. Interessant wird die Geschichte später. Nach vielen, vielen Jahren kamen, weiß nicht, waren das Theologen, junge Leute, aber sie brachten ein altes Buch mit, eine Reisebeschreibung, 300, 400 Jahre und noch älter. Also es war wahrscheinlich nicht das Original, das die dabei hatten, weil das Original war dann nochmals älter. Jedenfalls diese Reisebeschreibung wurde geschrieben von Arabern, die in der Zeit des Martyriums des heiligen Ephrem eine Reise gemacht haben und da alles schön aufgeschrieben haben. Gibt es Leute, die machen das heute auch noch. Und sie kamen nach Neamakri, das hieß wohl damals anders, nehme ich an, und hörten im Dorf, dass oben ein Kloster gestanden hat, das von türkischen Seeräubern überfallen wurde. Und die sind da oben. Und sie waren neugierig und gingen hoch. Und als sie in den Hof kamen, sahen sie einen Mann am Baum hängen, die Beine nach oben, und sie fragten, wer denn dieser Mann sei. Und man gab ihnen zur Antwort, dass es der Abt des Klosters sei, Ephrem. Seht ihr? Sogar die Geschichtswissenschaftler bestätigen, das Martyrium des heiligen Ephrem durch eine Reisebeschreibung der damaligen Zeit, sodass man vor diesen Wundern nur staunen kann. Ähnliches gibt es nicht nur in Griechenland. Bisher dachte ich, das gibt es eigentlich nur bei uns solche Dinge. Es gibt noch mehr solche, aber ich habe nicht so viel Zeit, sehe ich. Aber heute habe ich gehört, es gibt auch in Bosnien, also in der serbischen Kirche, einen solchen Fall, wo ein Kind damals plötzlich auf einer Wiese, als sie mit dem Opa die Schafe gehütet hat,
drei Priester sieht. Und sie sagt, die sind anders als normale Priester. Und der Ober sagt, hör auf, also auch wieder, ne, so besser nicht. Und es hat lange gedauert, ich muss es wie gesagt kurz machen, dass auch endlich der Bischof gehört hat. Das kam dazu zustande, weil vorher ein Priester, ein verwandter Priester von diesem Mädchen gesagt bekam, er soll doch irgendetwas machen. Die Heiligen wollen, dass sie gefunden werden. Aber er sagte, hör mir auf, ich habe Probleme gesundheitlich und alles und hat aufgelegt. In dem Moment ist der Strom im Haus zusammengebrochen und man dachte, naja, überall war die Kriegszeit damals in Serbien und so weiter, ihr wisst das. Aber die Frau sagte nein, die Priesterfrau sagte, bei den anderen brennt Licht. Und in dem Moment dringt ein himmlischer Lichtstrahl in das Haus, in das Zimmer. Fußball war aus, der Priester hat nicht Fußball geschaut, konnte nicht weiterschauen. Und da erschienen genau die drei Heiligen und sagten zu ihm, er solle helfen. Ich mache es wieder kurz. Jedenfalls, man hat dann gesucht, wieder am falschen Fleck, das ist auch interessant, man hört nie auf diese Damen, manchmal sollte man auf die Damen hören, also in diesen Fällen auf jeden Fall, also hier sucht man falsch und dann sagte sie, nein, da ist doch der Platz. Und sie suchten und fanden die drei Heiligen, Avakum, den Abt Seraphim und den zweiten Hieromonachos, Madaria, oder wie man den ausspricht, gut, bin da nicht so firm. Jedenfalls war das 2006 dann, als man die heiligen Moschte gefunden hat. Und siehe da, alles wurde wieder bestätigt, wie dieses junge Mädchen es in ihren Missionen gesehen hat. Warum erzähle ich also die drei Beispiele? Es gibt noch andere. Weil deutlich wird, in der Tat die Heiligen leben. Nicht nur in irgendwelchen Visionen, Gott sei Dank gibt es die auch, zur Bestätigung unseres Glaubens. Nicht nur in Träumen, sondern es wird danach auch durch Ausgrabungen und dergleichen mehr auf wunderbare Weise bestätigt. Ein kleines Indiz nochmals zu diesem Thema. Als man den heiligen Raphael gefunden hatte, fehlte das Unterkinn hier, ne? Der Teil fehlte. Warum? Bei seinem Martyrium haben die Türken ihm, er war auch umgekehrt, gefesselt am Baum, und man hat ihm das Unterkiefer abgesäbelt. Und so ist das Martyrium gekommen, hat Martin hier durchschnitten oder durchsägt. Und in der Tat, bei dem Auffinden der Reliquien, was fehlte? Unterkiefer. Gut. Eines Tages kam der heilige Raphael und sagte, auch mein Unterkiefer muss gefunden werden. Das ist auch eine heilige Reliquie. Na, wo ist denn der? Im Grab war er nicht. Das heißt, die Heiligen dann nach dem Martyrium, dem Furchtbaren, bestattet haben, fanden den Unterkiefer nicht. Und der Heilige kam und sagte, hier müsst ihr suchen. Gut, man ging an die Arbeit. In der Zwischenzeit wusste man, dass das ernst zu nehmen ist. Aber was ist passiert? Da war Fels. Sie haben da abgeräumt, Fels, Fels, Fels. Sagen sie, da ist nichts zu Vasiliki. Und sie sagte, doch, hier muss es irgendwo sein. Grab mal ein bisschen weiter. Und dann sah man, dass dieser Felsbrocken dort auch zu Ende ging. Man machte sauber und sauber und sah, dass dieser Felsbrocken am Ende so eine kleine Mulde hat, so eine kleine Höhle, sag ich mal. Und was fand man? Das Kinn des Heiligen. Unterkiefer hier. Und wie kam das zustande? Der Heilige sagte, als sein Martyrium war und das Blut floss, regnete es, fing an zu regnen. Und weil das abschüssig war, wurde eben, das war ja Felsen, schwemmte das Erdreich weg und mit ihm der Unterkiefer. Und er blieb genau dort liegen, wo man ihn gefunden hatte. Also ihr seht, wunderbare Geschehnisse. Und sie zeigen uns, dass diese Heiligen, die da vor 500 Jahren, 800 Jahren lebten, dass sie heute noch leben. Und ich denke, wenn man diese Beispiele sieht, also ich bräuchte sie in Anführungszeichen nicht, aber ich will ja nicht stolz sein, weil ich, wie gesagt, nie gezweifelt habe an meinem Glauben. Da bin ich felsenfest. Aber trotzdem auch für uns, wenn wir schwache Stunden haben, könnte ich ja auch mal haben, sind diese Ereignisse, diese geschichtlich fassbaren, greifbaren, messbaren, beweisbaren Ereignisse, eine wunderbare Grundlage am Glauben nicht zu zweifeln. So etwas gibt es in der ganzen Welt nicht. Das sind Geschehnisse des Himmels, wo die Heiligen von Gott die Erlaubnis hatten, haben
Es können noch mehr Heilige sich offenbaren. Es gab jede Menge Klöster, die damals zerstört wurden. Wenn Gott es will, werden auch die erscheinen, weiß man nie. Aber die, die erschienen sind, zeigen uns, wir leben, es geht nach dem Tod weiter. Sie sind putzmunter, bitte entschuldigt den Ausdruck, aber so ist es mit unseren Heiligen. Und genau das ist doch auch uns geoffenbart und auch uns versprochen, wenn wir treu unseren Weg gehen, nicht wie die, die waren jetzt alle mal Märtyrer, aber auch wir, wenn wir treu unseren Weg gehen mit unseren täglichen kleinen Materien, werden auch leben. Also, meine Lieben, nach dem Tod geht's weiter und ich würde wieder meinen Lieblingsspruch loswerden, nach dem Tod geht's erst richtig los. Und daher, alles, was wir hier erdulden und erleiden, tragen wir es mit Demut und Geduld und mit viel Freude. Denn eines zeigen uns all diese neu erschienenen Heiligen, sie sind glücklich. Sie leben dort, wo es, wie es in den Gebeten des Risarios, Mimosino, also der Totengottesdienste heißt, wo es keine Trauer mehr gibt, wo es keine Krankheit, keine Qualen mehr gibt. Nämlich bei Gott im schönen Paradies. Und die Heiligen, die vom Himmel herabgestiegen sind, um uns eben zu zeigen, zu deutlich zu machen, es geht weiter, sie haben gleichsam ihre Beweise hier gelassen in ihren Lipsana, Moschte, Reliquien. Denn die sind ja alle wundertätig. Und ich habe erzählt von diesem Unterkiefer. Er befindet sich heute in einer Metropoli auf Kreta. Ich war selbst dort, im Kloster des heiligen Raphael. Es ist auch nach ihm benannt, das Kloster, ist aber zugleich die Metropoli. Und der dortige Metropolit hat mir erzählt, dass als die Er hat es auch auf wunderbare Weise bekam, den Unterkiefer. War auch gar nicht so einfach, denn er war verschwunden, jahrelang verschwunden. Nachdem er gefunden worden war, war er verschwunden. Aber das wollen wir nicht so lange bereden, weil es ist schon bald wieder vorbei. Jedenfalls, als dann dieser Kiefer des heiligen Raphael kam, da legte er diesen Kiefer noch, weil er gerade gebracht wurde, in einer Plastikumhüllung, also war eigentlich gut zu, auf den heiligen Altar und ging nach oben, um etwas zu erledigen. Als er aus seiner Zelle kam, runterging, kamen schon andere Priester aus Mönche da und sagten, Jerunda, irgendwas duftet so furchtbar, so stark, nicht furchtbar stark, sondern wunderbar stark. Und auch er, aber er konnte sich im Moment keinen Reim drauf machen, aber sie merkten, dass aus der Hauskapelle dieser Duft kam. Und als sie hineingingen und er zum Altar ging, war es nicht nur der Duft, sondern aus dieser Hülle floss das Myrrhon. Aus diesem Unterkiefer des heiligen Raphael. Also nicht nur die Heiligen im Himmel sind putzmunter, sondern auch ihre Reliquien haben Anteil, jetzt schon Anteil an diesem Leben, das einmal ja auch diesen Lipsana zuteil wird. Und daran sehen wir nicht zweifeln am Glauben, gar nicht zweifeln, sondern einfach nur Gott loben und preisen, dass er der Gott des Lebens ist. Uns das Leben in der heiligen Taufe geschenkt hat und dass er uns die Kraft gibt, dass wir ihm treu bleiben, damit auch unsere Seele dann nach dem Tod schnell nach oben geht zu ihm und eines Tages auch jenen Leib, den wir zur Ruhe gebettet haben, auch ins ewige Leben geht. Wir sehen, der Tod trennt noch nicht einmal Leib von der Seele. Wir haben immer noch Anteil, wenn es Heilige sind. Haben auch die Reliquien Anteil jetzt schon am ewigen Leben. Sie duften, sie lassen Myrrhon fließen, sie bewirken Wunder und so weiter. Also Leben. Denkt dran, meine Lieben, das ist auch uns verheißen. Für heute ist es wieder genug. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen. Seid stark, mutig, glaubt an Gott, zweifelt nicht und lobt Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Morgen.